Christian, was sehen wir hier für Lampen auf dem Tisch? Wir haben hier zum einen die bereits bekannte Select 620, die mit verschiedenen Modulen angeboten wird. Es ist so, dass wir dort mehrere Flutmodule haben, das heißt, die ein weites Licht machen mit verschiedenen Wattzahlen. Wir haben im Angebot einen ganz normalen Halogenbrenner, den es für diese Select gibt. Das heißt, man kann also ein Modul auf die Lampe draufschrauben mit einem Halogen. Man kann ein Modul drauf tun, wo eine LED drin ist. Die gibt es als Spot-Version, das heißt also eine punktuelle Beleuchtung, oder eben auch als Flutversion, um dann eine Weiterausleuchtung zu machen in verschiedenen Farbtemperaturen. Kannst du es dir mal kurz zeigen? Das kann ich euch zeigen, na klar. Wir machen die einfach mal an. Das typische Prinzip, die Lampe lässt sich ganz normal hinten einschalten, 100% beginnt sie und lässt sich runterdimmen auf 20%. Hier ist jetzt momentan aufgeschraubt ein Modul in Flut, das heißt, macht eine weite Ausleuchtung, die anders wie bei Reflektoren mit Linsen erzeugt wird und eine viel gleichmäßigeres Licht macht. Zeigt uns die große Schwester auch noch. Genau, die große Schwester ist die Select 1250, ist noch nicht ganz auf dem Markt, das wird ab dem März etwa der Fall sein. Diese hat, wie man schon sehen kann, ein deutlich wärmeres Licht und auch eine Flutausleuchtung, die natürlich deutlich größer ist als bei der kleineren Schwester, der Select 620. Was hast du uns noch mitgebracht? Mitgebracht habe ich euch auch noch die Mini-X-LED, die es nicht nur als Spot-Version gibt, das heißt nicht nur mit einer punktuellen Beleuchtung, sondern eben auch als Flut-Version. Diese hat einen 10-Watt-LED, die bis zu 16 Stunden mit vollen Batterien brennt.